Fangen wir also an, auf diese Referenzpunkte unser Drohnenluftbild zu georeferenzieren. Dazu nutzen wir den Georeferenzierer von QGIS. Der sieht so aus. Und hier sind erstmal ein paar Sachen wichtig. Zum einen muss er wissen, welches Bild. Wir laden also das Bild rein und er möchte wissen, in welchem Koordinatenbezugssystem. Dann nehmen wir wieder die 4326. Und jetzt haben wir hier erstmal das Bild. Weiterhin will er wissen, wie wir das Bild transformiert haben wollen. Es gibt jetzt also verschiedene Möglichkeiten, das Bild anzupacken. Linear heißt zum Beispiel nur verschieben. Helmert-Transformation ist der Standard. Verschieben, drehen. Polynomen, ich will mal sagen, Approximation von Pixel zu Geokoordinaten. Polynomial 1 heißt also, man hat einen Freiheitsgrad. 2 ist dann mit Drehung und 3 ist dann mit Stauchung, Streckung und so weiter. Thin Splat, Spline ist eine Variante über Splines. Da wird die ganze Sache frei transformiert. Also das bedeutet, man kann auch einige Ecken gestaucht und gestreckt haben, wobei der Rest gleich bleibt. Das kommt jetzt also genau auf den Anwendungsfall an. Wenn man ein Orthofoto hat, was man georeferenzieren will, wird man wahrscheinlich nur Helmert nehmen, weil das Orthofoto ist schon an sich, das Bild ist schon entzerrt. Man muss es nur noch an die richtige Stelle rücken. Wenn man allerdings ein Foto hat wie wir, was jetzt perspektivische Verzerrungen hat, perspektivische Probleme, wird man wahrscheinlich Polynomial 1 oder 2 wählen. Oder SinSplate Spline, also mit Splines das Ganze. Dann muss man aber aufpassen, wenn man sich bei einem Punkt verklickt, dann hat man in einer Ecke große Abweichungen. Wir nehmen also zum Beispiel Polynomial 2. Abtastmethode gibt es auch verschiedene, das kenne ich mich im Detail nicht aus. Ziel KBS soll unser 4326 sein, damit es eben in unser Projekt passt. Und wenn wir fertig sind, soll er das in QGIS laden. Ich kann mir noch einen Bericht erzeugen lassen und so weiter. Damit sind wir ja erstmal fertig. Und jetzt kann ich also anfangen, Passpunkte zu setzen. Jetzt muss ich mir also merken, welche das waren. Ich hatte hier zum Beispiel diese Gebäudeecke, klick also dahin. Und jetzt will er die Koordinaten wissen oder ich sage es ihm, also entweder ich hole mir jetzt die Koordinaten aus der Datei vom Landesvermessungsamt, die kann ich ja auch als KML, KMX exportieren. Also ich kann ja auch sagen, als KML exportieren, dann habe ich die Koordinaten direkt, könnt ihr die also eingeben. Oder ich mache es aus der Karte, gehe also hier hin und klicke einfach die bereits hier eingezeichneten Punkte an, dann trägt er die hier also ein und jetzt kann ich das ganze Spielchen so abgehen. Ich suche mal die Gebäudeecken, hole mir das aus der Karte. Diese roten Linien sind jetzt also die Projektionsfehler, die wir gemacht haben, also die Korrekturen, die er anstellen würde. Und man sieht jetzt also schon, wenn wir jetzt hier also in dem die meisten Fehler gemacht, wenn wir den also weglassen würden, diese Gebäudeecke, dem haben wir die meisten Fehler gemacht, dann würde diese Transformation, das ist also das, was wir hier Transformationstyp und Abtastmethode, was wir da eingestellt haben, je nachdem wird das hingeschoben. Und da wir jetzt hier nicht alle Freiheitsgrade gelassen haben, weil wir gesagt haben, zum Beispiel nur Polynomial 2, muss er jetzt Fehler irgendwohin verteilen. Man sieht jetzt hier also, welche Fehler welchen Punkt ergeben. Wir können nochmal prüfen, ob wir uns da nicht vertan haben. Gehen zum Beispiel nochmal zum Landesvermessungsamt, wo unser Punkt liegt. Auf der Gebäudeecke, das haut schon hin. Hier auch ungefähr haut er schon hin. Er sagt, das ist ein Fehler. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Spline-Abtastung gehen oder Spline-Projektion, sieht man, die Fehler sind irgendwas 10 hoch minus 8. Man sieht doch schon keine Fehler. Er sieht erstmal oder hört sich erstmal besser an. Das Problem ist, er wird das Bild jetzt verzerren in alle Richtungen. Wenn wir also davon ausgehen, dass unsere Drohnenkamera nicht einen riesen Linsenfehler hatte, sondern relativ gleichmäßig vielleicht nur eine radiale Verzerrung oder wir Projektionen, weil wir von oben drauf gucken, Projektion, Fischaugen-Effekte haben,
Dann ist Spline wahrscheinlich nicht das Richtige. Starten wir es mal an. Oh, jetzt gibt es hier noch ein paar Sachen zur Nachbearbeitung, die man machen kann. Zum Beispiel könnte man sagen, dass man alles, was schwarz ist, soll er bitte transparent machen. So, dann sieht das noch ein bisschen schöner aus. Ansonsten haben wir das jetzt eingepasst und können damit Berechnungen jeder Art machen.